Am 17. Januar 1721 wurde ein Kind geboren im Mannheimer Schloss, die Enkelin des amtierenden Kurfürsten Karl Philipp, über die wir heute reden wollen, aus Anlass ihres 300. Geburtstags. Ihr Name Elisabeth Augusta. Herr Professor Hepp, als Leiter und Direktor des Kurpfälzischen Museums haben Sie die Geschichte der Kurpfalz unter sich, bei sich und im Griff. Warum feiern wir jetzt in Anführungszeichen den Geburtstag? Warum erwähnen wir ihn? Welche Bedeutung hat das Datum? Ganz große Bedeutung. Zum einen, weil es eine Persönlichkeit der kurpfälzischen Geschichte darstellt, die, wenn ich das vergleichen darf, etwa im Rang der Lieselotte von der Pfalz anzusiedeln wäre. Und der zweite Punkt ist, dass der Bestand des Kurpfälzischen Museums zu großen Teilen auch um diese Person kreist. Schon der Gründer unserer Sammlung, der französische Graf Greimberg, hatte in seiner ursprünglichen Sammlung, die auf dem Heidelberger Schloss aufgestellt war, einen großen Saal, der ausschließlich der Person der Kurfürstin Elisabeth Augusta und deren Mannes Karl Theodor gewidmet war. Der Großvater, nämlich der, wie ich gesagt habe, amtierende Kurfürst Karl Philipp, war ja derjenige, der Heidelberg endgültig die Residenz genommen hat, der also endgültig nach Mannheim gezogen ist. Karl Philipp hat das politische Verdikt über Heidelberg gesprochen und hat im Streit mit den Protestanten in Heidelberg die Stadt verlassen und eine neue Residenz in Mannheim aufgebaut, die auch dem neuen barocken absolutistischen Selbstwertgefühl, das die Fürsten zu dieser Zeit hatte, stärkeren Ausdruck verleihen konnte als doch die traditionsreiche ehemalige Residenz hier in Heidelberg. Im Jahr 1733, da war die junge Elisabeth Augusta 12 Jahre alt, hat man sich überlegt, wie verheiratet man sie? Und da kam besagter Karl Theodor ins Spiel, der, glaube ich, 8 Jahre damals war. Und die wurden einander versprochen und haben dann tatsächlich 1742, auch am 17. Januar, also zum Geburtstag von Elisabeth Augusta, haben dann geheiratet. Hauptzweck dieser Ehe hieß es und heißt es auch in den Geschichtsbüchern, sei gewesen, es muss ein männlicher Erbe her. Ist das eine gute Voraussetzung für eine gut gehende Ehe? Wie sich im Laufe der Entwicklung gezeigt hat, war das keine gute Voraussetzung. Aber verständlich im damaligen Zeitgeschmack war sie durchaus. Denn die Kurpfalz litt natürlich unter diesem Trauma des Orléanschen Krieges und der verheerenden Folgen, die es hatte, dass das alte Kurhaus ausgestorben ist. Und dem versuchte Karl Philipp, der auf der anderen Seite einen sehr erfolgreichen Vater hatte, den man sogar als den Schwiegervater Europas bezeichnet hatte, dem versuchte nun Karl Philipp entgegenzuwirken, dass es nicht weitere Erbauseinandersetzungen zum einen mit der eigenen Familie, die zwei Brücker, die hier in Rede stehen, die noch lutherisch gewesen sind, aber natürlich auch, dass es keine Gelüste benachbarter Nationen wie den Franzosen oder den Habsburgern gegeben hätte, sich an diesem kurpfälzischen Territorium erneut zu vergreifen. Die Ehe hatte insofern, glaube ich, würde man heute sagen, schon eine gewisse Hypothek, als A, die beiden Brautleute relativ nah verwandt waren. Und als B, Kurfürst Karl Theodor, der spätere glänzende Fürst hier in der Region und auch über die Region hinaus, er war 4 Jahre jünger und im Rang, das galt ja damals was, im Rang war er auch unter seiner Frau. Trotzdem war er natürlich nach außen hin der Macher, der Kurfürst. Und ich kann mir vorstellen, dass die junge Frau so viele Ideen hatte, dass sie fast explodiert wäre. Und hat sich dann einfach Gelegenheiten gesucht, was sie mit dem anmacht, was sie behalten hat und was man ihr zugebilligt hat. Was mache ich da draus? Wir können vielleicht mal ein Gemälde, was im Kurpfälzischen Museum vorhanden ist, anschauen. Das ist ungefähr 1743 entstanden, also ganz kurz nach dieser Hochzeit. Alles in allem, um es mal schon pauschal zu sagen, Szenen einer Ehe, ist im Lauf der Verbundenheit der beiden durchaus die richtige Überschrift, so modern sie auch ist.
Gerade die Porträts, die erhalten sind und von denen wir im Kurpfälzischen Museum eine ganze Reihe in unseren Ausstellungsräumen zeigen können, gerade diese Porträts bringen sehr deutlich zum Ausdruck, wie das Selbstverständnis dieser beiden war. Elisabeth Augusta, die sich selbstbewusst als die Haupterbin des Landes führte, aufgrund ihrer Abstammung, die auch selbstbewusst den Hermelinmantel trägt, immer im Hintergrund auch den Kurfürstenhut, auf den sie in der Regel auch mit deutlicher Geste verweist, und daneben dann die Porträts ihres Mannes. Und gerade die frühen Porträts, die unmittelbar nach der Hochzeit entstanden sind, zum Teil auch in München bei den Verwandten von den dortigen Hofmalern angefertigt wurden, die bringen dieses Selbstbewusstsein der Kurfürstin zum Ausdruck. Das wiederum gespiegelt ist von Berichten von Botschaftern, die am Mannheimer Hof gewesen sind, die nach Hause berichteten, dass die junge Kurfürstin sehr engagiert sich auch an den Regierungsgeschäften beteiligte. Wir hören, dass sie auch wichtige Entscheidungen durchaus selber mit vorbereitete, bevor sie ihrem jugendlichen Gemahl dann vorgelegt worden sind. Und gerade das Bewusstsein, das sie ausstrahlt, eine kurpfälzische Prinzessin, Erbin zu sein, das ist nicht unähnlich von dem Selbstbewusstsein, das wir auch von Lieselotte der Pfalz immer wieder hören, dieses stolze Bewusstsein aus einem alten wittelsbachischen Geschlecht zu stammen. In der ersten Zeit der Ehe, in den ersten Jahren, eigentlich auch ein paar Jahrzehnten, hat sie das deutlich spüren lassen, ihrem Ehemann, der ohnehin melancholisch war, nicht sehr viel Initiative von sich aus aufbrachte, während sie wirklich Hof gehalten hat. Und das muss man sagen, auch in erotischen Dingen. Sie war sehr umtriebig auf diesem Feld. Schon im Hochzeitsjahr soll sie mit einem Schwager sich etwas näher angefreundet haben, hat den Militärs gern auf die strammen Waden geschaut. Und so ging es hin und her. Vielleicht das zweite Porträt, das ist 1748, 49 entstanden. Da zeigt man sie schon im Pilgergewand. Vielleicht hatte sie da schon ab und zu mein schlechtes Gewissen, dass sie es doch recht toll getrieben hatte. Was meinen Sie? Ja, es ist eine zweischneidige Angelegenheit. Auf der einen Seite war sie sich natürlich als lebenslustige Frau ihrer Möglichkeiten und ihrer Kräfte offenbar auch bewusst und hat die nach außen ähnlich gelebt wie Ludwig XIV., wie Ludwig XV., wie man das in Frankreich von den Regenten kannte. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sie kein Kind von Traurigkeit war. Aber auf der anderen Seite, je länger die Ehe nun dauerte, war ihr natürlich auch klar, dass das Ziel dieser Ehe war, einen männlichen Nachfolger das Leben zu schenken. Und das wurde nun, je länger es ging, natürlich auch für das Paar eine Belastung. Wobei man, wenn man den Blick auf Karl Theodor, ihren Mann, wirft, auch sagen muss, er musste am Anfang mit großen gesundheitlichen Problemen kämpfen. Gleich nach der Hochzeit in Mannheim wurde er von den Blattern heimgesucht und man bangte lange Zeit um sein Fortleben. Und auch später blieb seine Gesundheit nicht so stabil, wie das bei Elisabeth Augusta offensichtlich der Fall war. Und das erklärt vielleicht in dieser Anfangsphase das unterschiedliche Lebensgefühl, das die beiden doch sehr stark voneinander trennte. Jedenfalls hat Elisabeth Augusta die ganzen Hoffestlichkeiten organisiert. Sie muss wirklich eine Feiernudel gewesen sein. Sie hat eine französische Komödiantentruppe nach Mannheim geholt, war also für alles zuständig, was Spaß macht letzten Endes. Hat sogar dem Erzbischof in Köln aus dessen Ballett Tänzer abspenstig gemacht, was eine große diplomatische Verwirrung nach sich gezogen hat. Also es war viel los und wie Sie sagen, der Nachfolger, der Nachkomme, der kam erstmal überhaupt nicht. Es gibt zwei Porträts, die Sie an der Wand in einem Ausstellungsraum platziert haben. Links und links Karl Theodor, rechts die Kurfürstin und in der Mitte ist das Porträt einer jungen Frau. Und da merkt man, dass das schon ein bisschen dann einen Umbruch ergeben hat. Das ist eine der Mätressen von Karl Theodor. Der fing also auch an, sich umtriebig zu betätigen.
Und zwar nachdem der ersehnte Thronfolger tatsächlich kam, nach 19 Ehejahren in Schwetzingen kam Elisabeth Augusta nieder und es war eine Totgeburt. Und da schlug das Pendel total um. Ja, dieses Ereignis war in der Tat eine Zäsur im Leben der beiden. Es war aber auch eine Zäsur für die kurpfälzische Geschichte. Wir im Kurpfälzischen Museum haben einmal ein Gemälde von Franz Anton Leidensdorff, dem Hofmaler, der die schwangere Kurfürstin zeigt und in einem allegorischen, in einem biblischen Sujet Karl Theodor als ihr Schäfer und sie selber steht als Rachel am Brunnen und man sieht, wie die Bevölkerung zu diesem Brunnen, dem Born der Fürsten, sich aufmacht und die Erwartungsfreude groß war, dass nun endlich das kurfürstliche Paar einen Thronfolger erwartet. Und ein zweites Gemälde, das wir eben aus derselben Zeit haben, von einem unbekannten Maler großer Qualität, das zeigt nun die Allegorie auf den Tod des jungen Thronfolgers Franz Ludwig Josef genannt, der noch im Mutterleib die letzte Ölung bekam, weil die Geburt sich als so schwierig herausstellte, dass möglicherweise auch, weil die Ärzte dann mit einer Zange versuchten, das kleine Kind auf die Welt zu befördern und es dabei so schwer verletzten, dass das Kind dann noch in der Nacht in Schwetzingen gestorben ist. Und auch der Gesundheitszustand der Kurfürstin ließ lange Zeit nichts Gutes erwarten, sodass man auch um ihr Leben bangen musste. Aber sie hat die schwere Geburt überstanden. Es war aber wohl dann doch schon absehbar, dass eine Möglichkeit, erneut schwanger zu werden, gesundheitlich nicht mehr möglich sein würde. Und von dieser Voraussetzung her war nun völlig klar, dass die Idee, aus der diese Ehe geboren wurde, nämlich einen legitimen Nachfolger zu zeugen, dass diese Idee nicht mehr Wirklichkeit werden würde. Und Karl Theodor hat nun seinerseits losgelegt, all das, was seine Frau in den ersten 19 Ehejahren gemacht hat, fing er nun selber an. Er rächt sich auch, liest man in der Literatur, er rächt sich für die Demütigung, die sie ihm angetan hat. Also eine der hintersinnigsten, finde ich, dass bei einer Schwetzinger Opernaufführung im Rokoko-Theater die Maitresse, die von Karl Theodor gerade mit schwanger war, es war dann tatsächlich ein gesunder Junge, in die Loge neben die Kurfürstin gesetzt wurde. Also man hat sich da nichts geschenkt. Er hat Affären gehabt, er hat mit Ballettdamen sich vergnügt und so weiter, hat aber die französischen Komödianten gleich wieder dann entlassen. Es war also wenig Gemeinsames, außer die Jagd. In gut wittelsbacherischer Manier, kann man fast sagen, hat die Jagd die beiden verbunden. Dazu gibt es unzählige Berichte und Darstellungen, wie die beiden zur Jagd gegangen sind. Wobei man sagen kann, dass Elisabeth Augusta noch eine eifrigere Jägerin war, als es Karl Theodor selber gewesen ist. Karl Theodor war zwar die standeshafte Ausübung der höfischen Jagd bewusst, aber wie wir auch wissen, war er nicht der große leidenschaftliche Jäger wie Elisabeth Augusta. Sie ging lange und anhaltend auf die Jagd, stundenlang, auch bei schlechtem Wetter war man unterwegs und wie sie einmal so schön schreibt, haben man auch ein richtiges Massaker unter den Hasen der Pfalz veranstaltet. Gerne ging sie zum sogenannten Fuchsbrellen. Das war in den Innenhöfen der Schlösser eine Veranstaltung, in der man Füchse mit Hilfe einer Leinwand oder einer Art Decke in die Luft warf, sodass die dann, wenn sie auf die Erde zurückgefallen sind, geplatzt sind. Oder wir haben Darstellungen im Museum von diesen höfischen Prunkjagden, von denen es in Schwetzingen viele gab, von denen auch entlang des Neckars einige in Dielsberg stattgefunden haben, wo in diesen sogenannten eingestellten Jagden in kürzerer Zeit Hunderte von Hirschen oder auch Schwarzwild dem kurfürstlichen Paar vor die Flinte und seinen Gästen vor die Flinte getrieben wurden und dann dort erlegt worden sind. Das sind alles Ereignisse, die sie sehr gerne getan haben. Die französische
Parforcejagd, also das Verfolgen eines Hirsches über Tage hinweg, war in kurpfälzischen Ländern hier in Deutschland im Heiligen Römischen Reich eigentlich wenig möglich, weil die Territorien zu klein für eine solche Jagd war. Zu diesem Berufe wurde dann in Käfertal ein eigener Jagdstern eingerichtet, wo dann zu festgesetzten Zeiten solche Verfolgungsjagden stattgefunden haben. Karl Theodor selber hatte aber davon kein großes Vergnügen. Er ließ es dann alsbald wieder sein. Elisabeth Augusta blieb aber ihrer Jagdleidenschaft bis ins hohe Alter immer wieder treu. Also Karl Theodor hat die Kurpfalz dann tatsächlich zu einer kulturellen Blüte gebracht. Man muss nur die Mannheimer Hofmusik erwähnen. Auch die Wissenschaften, die nach Mannheim kamen, die Wissenschaft Lehr, die nach Mannheim kam, die ganze Allegorie im Spetzinger Schlosspark, wo Vernunft und Aufklärung große Rollen spielen. Er hat es mit seinen Demütigungen und, sagen wir, auch Rachenadelstichen gegenüber der Ehefrau nicht so weit getrieben, dass ihr Ansehen und ihr Rang nach außen hin in irgendeiner Weise beschädigt worden wäre. Das muss also wirklich subtiler gewesen sein. Also Szenen einer Ehe, dieser Filmtitel passt, wenn ich mir das so anschaue, tatsächlich daher. Ja, also das Ehepaar hat nach außen Kontenance bewahrt und nach außen auch die Ehe nicht getrennt. Und nachdem klar wurde, dass es keinen Thronfolger mehr geben würde, hat ja Karl Theodor auch seiner Frau das Schloss Oggersheim gekauft und dann geschenkt und hat ihr als Sitz und Residenz dort die Möglichkeit gegeben, indem auch die Verwaltung angewiesen hat, dass an nichts gespart werden solle, diese Oggersheimer Residenz für sich auszubauen zu einem Kleinod des Rokoko, das Elisabeth Augusta mit viel Geschmack und mit sehr viel Sinn für Kunst und Einrichtung dann möbliert hat, auch mit Porzellanen der Frankenthaler Porzellanmanufaktur ausgestattet hat. Wir selbst haben ja im Besitz ihr einzigartiges Solitär, in dem auf dem Tablettbild eine wunderbare Darstellung des Elisabethenordens zu sehen ist. Und dieser Orden, den Elisabeth in Anlehnung an die Namensvetterin Elisabeth von Thüringen gegründet hat, ist ja nun einer der ersten Frauenorden, den es in Deutschland gibt, mit dem sich Elisabeth Augusta vor allen Dingen auch um die in Not geratenen Landeskinder gekümmert hat, die ähnliche Schicksale erleiden mussten, wie sie es bei ihrer Geburt erlitten hat. Also das war keinesfalls eine Abschiebung, was Karl Theodor gemacht hat. Er hat sich da nicht lumpen lassen, dieses Oggersheimer Schloss, was es heute nicht mehr gibt. Nur die Wallfahrtskapelle gibt es noch, hatte immerhin 200 Zimmer. Das ist nicht gerade wenig, 160 Bedienstete. Und sie war, glaube ich, auch unter den Pfälzern doch recht beliebt. Mit der Beliebtheit ist es genauso wie mit dem Verhältnis des Ehepaars nach dem Wegzug Karl Theodors nach München. 1778 war das. Erbte Karl Theodor ja die bayerischen Lande und konnte alle Wittelsbacher Länder unter sich vereinigen, musste allerdings seine Residenz nach München verlegen, ist Elisabeth Augusta nur kurze Zeit mit nach München gegangen, ging dann aber wieder zurück in die Pfalz und blieb dann immer beliebter als Landesmutter in Mannheim und allerdings auch insbesondere auch dann von Oggersheim, hat sie die Sympathien der Bevölkerung, je länger es ging, umso stärker auf sich gezogen. Man hat es ihr hoch angerechnet, dass sie hier im Lande blieb. Wir haben auch ein schönes Gemälde, in dem man sie im hohen Alter sieht, in dem sie den Elisabethenorden trägt, aber in dem sie auch schon eine fast bürgerliche Erscheinung ist, mit einem bürgerlich schwarzen Gewand als Landesmutter oder, wie die Zeitgenossen gesagt haben, als Trost der Pfalz hier im Lande verblieb und noch für Glanz, soweit es möglich war, aber auch für das alte Bewusstsein der Kurpfälzer hier Gutes getan hat. Ist das das Gemälde, auf dem sie am Arm einen Armreif mit einem Medaillon trägt? Auf dem Medaillon ist Karl Theodor zu sehen? Genau, das ist dieses Gemälde von Heinrich Karl Brandt, das um 1790 entstanden ist, wo sie ihren Mann, der schon in München ist, ganz demonstrativ am Armreif trägt. Also, und damit diese Verbindung immer noch letztendlich am Leben hält. Als dann die französischen Revolutionstruppen bedrohlich nahe rücken aus dem Westen, auch nach Oggersheim, taucht Karl Theodor aus München plötzlich nochmal auf.
aber offenbar keineswegs, um sich nach seiner Frau zu erkundigen, wie es der geht in dieser bedrohlichen, für den Adel bedrohlichen Situation. Karl Theodor hat vor dem Heranrücken der französischen Revolutionstruppen offenbar nur noch wenig Interesse an dem Schicksal seiner Frau gezeigt, sondern sein Hauptinteresse galt wohl in erster Linie auch der Rettung und dem Schutz der gesamten kurpfälzischen Kunstbestände, der Schätze, die sich in den Schlössern sammelten. Auch die pfälzischen Schlösser waren ja mittlerweile ein Opfer der Franzosen geworden. Und vieles ist in Mannheim im Schloss zusammengetragen worden, was dann geordnet den Weg nach München antreten sollte und da ja zum Teil auch heute noch oder zum großen Teil auch noch heute in den dortigen Museen und Archiven zu bewundern ist. Elisabeth Augusta selber ist von Oggersheim vor den Franzosen direkt über den Rhein nach Weinheim geflohen und konnte dort nur das Wenigste und das Notwendigste mitnehmen, während der Hauptbestand, den sie selber noch in Oggersheim hatte, auch zusammen mit den übrigen Beständen nach Mannheim gekommen ist. Und in der Tat hat Karl Theodor daran offenbar mehr Interesse gehabt als am Schicksal seiner Frau. Und in Weinheim, da muss ich schon relativ krank gewesen sein. Sie hatte einen berühmten Leibarzt, Franz Anton May. Der war der Gründer der Heidelberger Frauenklinik, Sozialmediziner, ein sehr moderner Arzt mit modernen Einsichten. Der konnte dann auch nichts mehr machen, denn kaum war sie in Weinheim. Ein Jahr später ist sie dann 1794 gestorben. An einem grassierenden Fieber ist sie im hohen Sommer gestorben, einer Infektion, die sie nicht überlebt hat. Nochmal, was ich am Anfang schon gefragt hatte, die Bedeutung dieser Frau mit dem bewegten Leben, erst großer Prunk und Glanz und dann eher die Enttäuschung und das kleine Hofhaltung nur noch. Die Bedeutung für Sie, Herr Hepp, Sie haben gesagt, so wie die große Briefeschreiberin, ganz so bedeutsam kann ich mir es nun doch nicht vorstellen. In der Tat hat Elisabeth Augusta aus ihrem Wirkungskreis hier in der heutigen Metropolregion oder in der damals von den Revolutionstruppen bedrohten Kurpfalz nicht diesen Wirkungskreis entfalten können, als Madame es am Hofe Ludwigs XIV. Tun konnte. Aber was die beiden auszeichnet, ist zum einen ihre, oder was beide gemeinsam haben, ist zum einen ihr stolzes Selbstbewusstsein als Wittelsbacher kurpfälzische Adelsdamen, und zwar Angehörige des Hochadels. Und was beide auch auszeichnet, ist, dass sie im Grunde das Bewusstsein für die Kurpfalz eigentlich sehr deutlich am Leben erhalten haben. Wenn wir unsere Bestände im Kurpfälzischen Museum sehen, die ja maßgeblich dann auch mit ihr zusammenhängen. Wir haben schon Graf Greimberg, der 1810 mit seiner Sammlung begonnen hatte, konnte noch Dinge erwerben, die unmittelbar aus dem Nachlass von Elisabeth Augusta stammen. Wir haben ein wunderbares Necessaire, das sie selber benutzt hat. Wir haben eine Spiegelkommode, die aus ihrem persönlichen Besitz stammt. Und wir haben nicht zuletzt das Solitär, ihr Frühstücksgeschirr, das sie selbst benutzt hat, und das große Tafelsilber der Kurfürstin als die Hauptattraktion unseres kurpfälzischen Museums. Daran kann man sehen, dass ihr Wirken und ihr Verbleiben hier in der Kurpfalz doch mit dafür verantwortlich zu machen ist, dass wir diesen originalen kurpfälzischen Glanz, den wir hier noch zeigen können, auch zu einem Gutteil ihr verdanken. Also müssen wir ihr tatsächlich auch zu ihrem 300. Geburtstag, mögen Sie denn den Glückwunsch entgegennehmen können, gratulieren und sagen, Sie haben der Pfalz gedient, Madame. Das können wir mit großer Sicherheit sagen und darauf unser Glückwunschglas zu Ihrem Wohle erheben. Was ist drin im Glückwunschglas? Champagner. Champagner, sehr gut.